das. Moin Moin, wir gucken Folge Nummer 4 von Arctic Warrior. Mein guter Freund Evil Jared ist noch immer am Start. Die erste Nacht ist noch nicht angebrochen, also ist trotzdem aber ein gutes Zeichen, dass er noch dabei ist. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir gucken es hier gemeinsam im Stream. Wir laden die Folgen auf YouTube hoch. Ich begrüße euch bei YouTube. Falls ihr bei YouTube schaut, gerne kommentieren, abonnieren, Liebe im Chat da lassen, in den Kommentarfeldern meine ich natürlich. Denn dieser Kanal, dieser YouTube-Kanal von mir, soll mir mehr Geld einspielen als 54,36 Euro. Das ist eine absolute Frechheit. Also, kommentier und like, was das Zeug hält. Damit unser guter, alter Freund Johnny Algo, der Algorithmus, weiß, was geht. Ja, der soll das wissen. Also, Folge Nummer 4 startet in wenigen Augenblicken. Es sind noch alle drin. Die Stimmung ist, glaube ich, noch okay. Wie gesagt, es ist noch nicht mal die erste Nacht eingetreten, beziehungsweise ist jetzt am Abend, glaube ich. Und ich habe mir hier zwei Toast hingelegt, wieder ein bisschen was zu trinken, bisschen Remoulade und meine schönen Grillgemüseaufschnitt. So, los geht's, Chat. Laber mich nicht voll. Hab eine gute Zeit. Spaß. So, ab geht's. Das Haus zahlt sich nicht von alleine. Genauso ist es, Slender Woman. Wir machen jetzt hier hoffentlich ein Höllenfeuer. Okay, nee, ich will nicht sehen, was in dieser Folge passiert. Werbung, müsst ihr bei Otto checken. Das heißt, ich spule halt schon mal vor. Und Erde e.V. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge. Das Haus, Arctic Warrior. Das war nur so gesagt von Slender Woman. Alles, Miete, was auch immer. Los geht's, viel Spaß. Pressen. Tatjana und Stefan. Stefan, ja. Guter Typ. Tatjana auch. Ein weiterer Hügel. Und ich muss sagen, Energielevel merke ich. Du, Tatjana? Auf jeden Fall. Ja, mit der Dunkelheit kam die Müdigkeit. Ja. Ich merke meine Beine. Stramm, wir haben nichts mehr zu trinken. Beide Flaschen sind leer, wir haben noch kein Feuerholz. Das ist auf jeden Fall eine geile Situation. Flasche leer. Bitte? Was ist Phase? Ja, jetzt schaut es einmal so aus. Dass wir mal einen Standpunkt schicken, wo wir sind. Dann Lager aufbauen, Holz suchen, Feuer machen. Jawohl. Wir haben uns dieses schöne Plätzchen hier gesucht. Mit passendem Windschutz. Feuerholz haben wir mal besorgt, hätte ich gesagt. Ach krass, das lag da rum, Hammer. Der Stefan, Gentleman Light, braucht den noch rüber ins Lager. Ja, wenn da sowas rumliegt, dann musst du auch keine Totholzbäume fällen, das ist natürlich auch klar. Guck mal, ne? Ich hätte mit den Schieren gehen sollen. Was bist du am Essen? Schinken, Spicker, Grillgemüse? Remoulade und das auf Toast. Alright, Monsieur. Ich habe die Challenge für heute durchbekommen. Leider nicht per SMS. Null Verbindung. Ich musste 100 Meter aus dem Lager rauslaufen, bis mal irgendwas ankam. Und das, was ankam, war kaputt. Ich konnte das irgendwie nicht, ja, es hat alles keinen Sinn ergeben. Okay. Und deswegen habe ich ein kurzes Telefonat gehabt und Challenge ist wie folgt. Mhm. Jetzt halte ich fest. Mhm. Befülle den Big Pot so lange mit Schnee, bis der Rand voll mit Wasser abgeschmolzen ist. Okay. Ja. Also wir sind schon ein bisschen weiter, wie die Challenge uns vorgegeben hat. Aber ja. Das Wasser muss kochen. Den Teilnehmern wurde klar gesagt, dass das Wasser kochen muss. Okay. Wir stoppen jetzt einmal die Zeit, kippen ja den Big Pot nochmal um in unsere Thermoskannen und ja, stoppen jetzt einmal die Zeit, bis der Big Pot voll ist. Ja, legen wir los. Meine Commands funzen nicht. Ja, Holy ist auch, wie soll ich das sagen? Holy gibt's bei mir auch nicht mehr gerade. Also deswegen funzt er nicht. Während Mellum unseren Schlaf jetzt hier errichtet und echt gut am Schütten ist mit der Schaufel, bin ich ja am Holz am Sammeln und mich hat es gerade total aufs Maul gelegt. Ich bin im Baum ran und es kam so viel Schnee runter. Mein ganzer Nacken ist voll einfach mit Schnee. Es ist so widerlich. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Ich will einfach nicht, dass es mir in den Nacken fällt.
Boah, jeder da draußen kennt das Gefühl von Schnee im Nacken. Es ist einfach nur widerlich. Es ist so eklig. Ich liege hier gerade immer noch. Ich liege hier gerade immer noch auf dem Boden. Und meine Skier, ich komme auch nicht hoch. Gleich kriege ich es ein bisschen heller. Meine Skier. Scheiße, wie riecht das? Verkalter. Dumme Aktion. Richtig, richtig dumme Aktion. Ich komme einfach gerade nicht hoch. Scheiße. Ah, oh, das schafft sie schon noch. Davon bin ich überzeugt. Rufe ich nach Hilfe oder versuche ich es selber? Ich versuche es selber. Aber erstmal muss ich das Problem lösen mit dem Schnee im Nacken. Weil darauf habe ich gerade gar keinen Bock. Ah, Bock, ey. Krank. Einfach nur heftig. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Scheiße. Ah. Oh nö. Ja, ist super unnötig. Oh. Aber hoch jetzt ans Feuer und gut. Trocknen. Ich glaube, das wird in den 5 Tagen nicht das erste Mal sein, dass mir so etwas noch passiert. Oder das letzte Mal, sagen wir so. Das erste Mal war ja jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob ich mich irgendwie hier raus befreien kann. Habt ihr es knacken hören? Da kam ein Kiff. Ja? Ja, alles perfekt. Geil. Richtig perfekt, wie man sieht in der Situation. Alles perfekt. Geil. Das kriege ich hin. Ich melde mich nachher, wenn ich oben bin. Freunde, wir sind endlich da. Das ist unser Zeltplatz. Für heute noch. Der Baum liegt auch schon flach. Den haben wir gerade umgelegt. Natürlich nicht. Der war schon da gelegt. Ich glaube, Philipp, der spendet uns ein bisschen Windschatten. Und vor allem Wärme. Und Wärme, weil wir ihn jetzt noch ein klein machen. Ja. Da ist Beweis, die Koordinate müssen die Batterie ist bald, unter 100 Meter weg vom Punkt. In dem Fall machen wir uns jetzt dann dran, Camp zum Bauen. Und ich kann euch sagen, ich bin echt platt. Harter Tag, ha? Leck mich am Arsch. Ey, wenn über den krassen Berg. Wir sind über Stock und Stein, über alle Buckel drüber, weil unser Navi leider ein bisschen gesponnen hat, ständig. Armer Gerd, muss ich wirklich sagen. Wir mussten ständig neu kalibrieren. Mal hat er links, mal hat er rechts und hat er Norden nicht mehr gefunden. Ja, jetzt gehen sie mal auf die Landkarte ein, die sie hätten nutzen können. Aber wie wir eben, also wir haben gehört, dass im Chat hat jemand geschrieben, dass einer der Organisatoren im Stream gesagt hätte, dass das Navigationsgerät von denen falsch eingestellt gewesen wäre. Und dementsprechend haben sie eine andere Route genommen, als die, die denen zugeteilt gewesen ist. Weil eigentlich hätte Gerd wohl nicht so eine heftige Route bekommen vom Orga-Team. Aber jetzt hatte er durch diese falsche Einstellung wohl eine der mit Abstand härtesten Routen. Ja. Aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Alles andere ist später. Also wir müssen jetzt da unseren Platz ein wenig platt machen. Wir gehen hauptsächlich aber da, wo wir schlafen. Das heißt, von den Bäumen in diese Richtung. Weil da vorne gerade ist der aus das Feuer. Ich bin so begeistert, wie du auf Kommentare bei YouTube reagierst, während du live bist. Respekt. Ja, klar. Klaro technisches. Logan. We're gonna need this, right? Some point. Hauk und Jared. Team Jared hier. Oh, perfect. This is good. Thank you very much. Yeah, that's very good. I'm with you. You want me to, is this enough small wood for you? You want to start making logs? Yeah. Need a few number two, need more? Yeah, just leave it here later on for the bed. Okay, haben die einen super Plan? Yeah, but as far as making the fire, are you all set? Yeah, I think with the stuff we have, we can make fire. And you're the expert, but I say we make
step one before you make step three. Yeah, the branches, I don't need that much branches. Okay, brauche nicht. What do you need? I just need a few of those later. Now I need, base layer is big wood. Okay. Big wood. You're good? Big wood, okay. Yeah, yeah. Something told me that I should just grab mine now. Er braucht nicht so viele Zweige, hat er gesagt, also Äste. Er braucht dafür nur wenig und mehr richtiges Holz. It's not in the backpack. Großes it's Holz. In the front. In the black bag. Front. Front black of bag. The slide. Mine is in here? Yeah. On the front, in the black bag. Okay. How did it end up in there? Yesterday we packed it in there. Did we? Yeah. Hmm? I need my wife as well. Would be nice to have to. Let's see if I can find her. We have to leave. Oh, you know what? I found something. Okay, it's Jared doch, 100%. This is good. It's very dry. Yeah, okay. Then I start making fire now. Wir sind angekommen. Tom meldet gerade die Koordinaten und. Ja, das, was wir halt eben besprochen haben, was wir mitteilen sollen. Ich sammle schon mal Feuerholz und ich bin gerade total happy. Guck mal, was ich da gefunden habe. Was hat sie gefunden? Und das? Ja, ich habe das in irgendwas gesehen. Du hast ja so gefreut. Das ist der halbe Baum mit drunter gekommen. Das ist geil, oder? Ja. Boah, ich bin glücklich. Okay, das werde ich gleich zerdingsen. Jetzt müssen wir das halt anfüttern, ne? Oh, yes, yes, yes. Geil. Oh ja. Oh ja, mein Herz geht auf. Ja, siehst du, wie viel Rinde man dafür braucht? Das ist Wahnsinn, ne? Ja, Mann. Oh, sorry. Aber er spricht doch komplett nice. Oh, er ist doch jetzt ganz nice. Da kleines Material, da dickes, auch große, runde Stämme. Die über Nacht Otto wieder können. Bestens vorbereitet. Hier habe ich jetzt Reisig hingeräumt, ein paar Sachen dahin noch Reisig. Hab noch ein paar kleine Späne mir gemacht tatsächlich. Durch dieses Overlay denke ich, schneidet da wirklich. Sind aus dem gespaltenen Stamm. Aber schneidet gerade gar nicht. Die hier zum Anmachen nehme. Richtig da immer schön weg vom Boden die ganze Schose lagern, dass das nicht in Schneeberührung kommt. Da haben wir jetzt erstmal das Feuer. Derzeit härtet hier unser Bettchen aus. Da kommt dann noch das Tarp gespannt. Ja, Birkenrinde habe ich da drin. In dem Packsack von dem Biwaksack, damit es halt nirgendwo mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Ja, mal gucken, wie lange die Stämme reichen. Zur Not habe ich da noch ein paar andere, die ich aufspalten kann. Jo, let's go. Let's go. So, machen wir es hier mit schönem trockenen Holz, erweitern wir quasi unser Feuer. Man kann aber immer sagen, das brennt jetzt schon sicher, weil es einfach echt komplett trockene Fichte ist. Kiefer ist, die wir, glaube ich, hatten. Glaube ich, Kiefer. Totholz immer super. Entbrennt. Mache jetzt hier noch so ein paar kleine Späne, kann man entweder von der Seite hacken aus, oder komplett so oben spalten. Da hast du ganz lange Teile. Ey, Otto, bitte pass auf deine Hand auf. Okay, das ist gefährlich. Oh Gott, oh Gott. Okay, oh Gott, ich hätte mir die Hand abgehackt. Gibt ja welche, die hier mit. Was macht der Mann? Alter. Also drei Finger da am Start sind. Mit zwei. Okay. Sorge, das ist ja unser Streitaxt. Aber Scheine, Florian. Muss man mal in so einer Situation verwenden, komm. Ja, Otto mag es können, aber ich finde es trotzdem geiler, wenn man. Komm, er kann es auch. Er kann es sehr gut. Alter, okay, krass. Sehr beeindruckend. 1, 2, 3, 4. Wow. Er läuft ja nicht in Gefahr, sich das in die Hand zu hauen, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen smarter, aber egal. Otto kann das. Ja, Otto kann das. Bringe mir einen Topf. Also ich weiß auch nicht, wie die Challenge jetzt, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Oh, meine Augen brennen. Weil... Oh, das ist aber richtig vielleicht...
Nee, ich rede mit der Kamera. Vielleicht hätte man das vorher anmachen müssen, also dass es ein Teil der Challenge ist, aber das läuft bei uns einfach schon seit 2 Stunden. Warum brennt das bei dir nicht richtig? Das brennt bei dir ja, es keimt ja nur. Ich mit dem Feuer aus. Deswegen habe ich gesagt, darauf achten, das nächste. Marc vom Matterhorn fragt sich gerade, ob die beiden noch Punktabzug bekommen wegen der Fällung des Totholzes, was ja nicht erlaubt war. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil Holz brauchen sie ja. Und ich glaube eher, dass hinterher gesagt wird, ey, du. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deswegen Abzüge bekommen, weil warum sollten sie? Daneben geht, das haben wir da unten den ganzen Schnee. Nicht umwerfen. Ey, was machen die da? Inferno-Feuer vor wir hier mit unseren Topf mit Schnee beworfen haben. Hä, das brennt doch gar nicht mehr. Alter, ich heule. Kai, wir verlieren wohl nicht nur die Challenge, sondern auch unser Feuer. So feuchtes Material? Das ist einfach die gesamte Tanne. Let's go. Boah, ich kann nicht mehr. Boah. Oh, da kommt jetzt richtig Hitze so hoch, ey. Ja, guck mal, ob noch ich glaube, die haben einfach den Schnee nicht richtig weggemacht, oder? Und drunter? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Irgendwas stimmt bei dir nicht. Wir machen jetzt weiter und ja. Guter Start in den Tag und jetzt haben wir uns wohl ein bisschen nach hinten gesetzt, aber gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind noch motiviert, würde ich sagen, oder? Yes. Okay. Ja, irgendwas erstickt das wohl, das ist mir auch klar, Hachi. Aber was haben sie gemacht? Ich würde es gerne nachvollziehen können. Aber keine Ahnung. Alter, ist nicht dein Ernst. Geht wieder aus. Geht wieder aus. Frag den Herrn. Haben auf jeden Fall schön Smoker, ja. Links gibt's. Ah, schön. Schön mit der Isomatte. Das kennt man. Ach, die haben Schnee reingeworfen. Ja, okay. Das hab ich hier nicht mitbekommen. Das erklärt einiges. Also, so feucht dürfte Totholz eigentlich nicht sein. Ich glaube, ich habe mich noch nie so angestellt beim Feuer machen. Shit, oh Gott. Alter, unser gesamtes Feuer ist einfach weg. No way. Nicht gut. Oh, dann bist du da. Zweimal Wasser reingeschüttet. Er hat zweimal Wasser reingeschüttet, sagt er gerade. Oh, dann bist du da. Freust dich aufs warme Feuer. Und dann so eine Scheiße. Oh, das ist demoralisierend. Was ist los? Ja, nix. Hat sich nichts geändert. Geht halt nicht mehr an. Oh no! Achtung, das Ding da dürfen wir waagrecht null bewegen. Scheiße! Ey, ich kann nicht sagen, wie kalt es der Nacht ist, Alter, aber verkackt. Irgendwann haben die mal von minus 25 Grad gesprochen. Kurz vorm Ziel. Ja, ciao. Dann müssen wir ein neues Feuer machen. Scheiße. Tanja und Stefan, das Team mag ich. Das finde ich sehr sympathisch. Die hat sich auch da so schön hingelegt. Bei den anderen kann man auch ankreiden, die haben das Holz hier einfach so als Stamm draufgelegt. Die haben ja gar nichts gecuttet. Ist auch ein bisschen weird. Ich erstmal richtig geschnitten. Ist gut. Auch auf jeden Fall richtig in Schneiderichtung zu seinen eigenen Händen zu schneiden. Mhm. Das kann immer helfen, die eigenen Hände abzuschneiden. Ist geil drauf einfach. Er ist Nummer 4, glaube ich. Er ist ein guter Typ. Richtig krass gemacht hier mit dem Feuer. Er ist ein guter Typ. Hat schon angefangen, Schnee zu schmelzen. Ja.
aber das ist halt einfach das unergiebigste Zeug, was es gibt, vor allem dieser Pulverschnee. So geil, wie wir ihn finden zum Skifahren, so scheiße ist er, um Trinkwasser zu erzeugen. Ja. Total ineffizient. Ah ja, okay. Komm nicht wieder rum. Ich merke jetzt auch schon, Dehydration ist auf jeden Fall schon da. Hab viel zu viel geschwitzt, viel zu wenig getrunken, noch nichts gegessen. Wir überlegen, ja, muss man schauen, müssen wir abstimmen, ob wir was essen, ob wir eine Packung öffnen oder nicht. Aber am Ende des Tages ist die Performance wichtig, muss man schauen, wie man sich nach der Rehydration findet. Neuigkeiten, es gibt was zu trinken einfach. Endlich. Wahnsinn, Mann. Wasser. Ey, das ist so heftig, dass wir mit 2 Litern zu zweit ausgekommen sind. Bisher. Trink. Na, alles gut. Ich hab schon einmal getrunken. Ja? Gutes Team. Heiß? Merkt man irgendwie. Schon heiß. Glaubst du, wir kriegen es zum Kochen? Ja. Dann komm, wir machen das, wir kriegen es hin. Also, wir haben doch noch Hoffnung für die Challenge hier. Wir waren schon kurz am Aufgeben und haben gedacht, das kriegen wir nicht zum Kochen. Ja. Ja, hat sie gut reingeschnitten. Sauer machen habe ich leider auch nichts. Alle Teams hatten ein Medikit dabei. Ja, sie haben ein bisschen Schiss, glaube ich, gerade. Also man muss wirklich mal sagen, dass das echt surreal ist gerade, von der Empfindung her, dass wir jetzt um 11 Uhr abends hier in Finnland im Nirgendwo sitzen, bei minus 15 oder minus 20 Grad und versuchen, 500 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen, aber nicht die richtigen Brennmittel haben. Das war scheiße. Tatjana, wie anstrengend war das heute für dich auf einer Skala von 1 bis 10 zu dem, was du sonst so machst in der Ausbildung, beziehungsweise in deinen Übungen, Truppenübungsplatz und. Ja. Ging für dich, gell? Ja, es war okay. Glaube ich auch. Ja. Tag 1 geht wahrscheinlich echt noch. Gepasst. Es wird, glaube ich, noch wesentlich schlimmer. Definitiv. Das ist nicht die Frage. Aber ich habe schon schlimmere Sachen. Ey, nach der ersten Nacht da. Was das anbelangt, was heute war. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ja. Okay. Und bei dir so? Du, ich hatte dann später ein richtiges Tief bei dem letzten Berg. Ja. Ich habe gemerkt, mein Glykogen ist am Arsch, Mann. Ja. Und wenn ich dieses, ich weiß es nicht, ob es ohne Pulka einfacher gewesen wäre, aber die hat manchmal mich schon, das war auf jeden Fall eine harte Nummer manchmal, die Pulka. Vor allem, wenn sie stagniert ist. Ja. Aber für dich war ja auch hart die ganze Zeit, weil du sie immer wieder aufrichten musst. Sie ist immer gekippt. Ja. Dann habe ich sie gekippt, weitergezogen und man hat dann einfach schon gemerkt, dass es krass Energie zieht. Ja. Vor allem bergauf da. So, jetzt checken wir mal, ob wir nach 3,5 Stunden geschafft haben, ein halbes Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Wasserkochen. Die Außentemperatur von minus 28 Grad verhindert permanent ein schnelles Aufkochen des Wassers, obwohl der Topf über offenem Feuer hängt. Minus 28 Grad gerade. Nachvollziehbar. Tatsächlich. Schauen wir mal noch. Das wäre krass, wenn das jetzt funktioniert hat. Es ist schon sehr heiß. Also, es ist sehr heiß. Es ist, also ich sag mal, das hat um die 75 bis 80 Grad. Hat das jetzt. Das ist erst so geil. Ich hab gesagt, das kann man schon lassen, oder? Ja. Das ist so geil. Ja. Sag mal, was das sehe, wo der dazu sagt. Ja. Wie müssen wir das machen? Müssen Hose passt nicht ins Schlachterspiel, Leute. Geil, viel Freude. Okay, das heißt, wir schicken ihm die Aufnahme. Na, wir schicken ihm einfach nur SMS mit dem Notfalltelefon, wo wir die Challenge da gefragt haben. Dort schicken wir hin, okay, wir haben es so einigermaßen geschafft. Mhm. Und dann sehen wir, ob wir einen Punkt kriegen oder nicht. Okay, gut. So machen wir es. Schlau, ja. Das Team mag ich auch gerne tatsächlich. Mello und Lolo. Oh, jetzt wird's warm. Geil. Ja. Feuer. Hammer. Woo.
Ah, freue mich für dich. Richtig schön. Können wir da jetzt auch direkt schon die Kartoffeln reinschmeißen und Möhren? Danach? Ja. Voll geil. Die machen sich ein schönes Süppchen. Aber die teilen wir auf, oder? Ja. Heißt? Ja, klar. Ach, das ist. Also ich persönlich würde es eh nicht alles essen. Ich habe auch einen riesen Respekt vor den Leistungen aller Teilnehmer. So würde ich eh nicht alles schaffen. Amaro schreibt gerade. Das würdest du nicht schaffen. Zwei absolut. Richtig, richtig krass. Okay, jetzt waren halbe. Doch, das ist schon gemütlich am Feuer. Feuer, das ist schon nicht kalt dann. Muss es nur immer am Laufen halten. Ich frage mich eh, wie sie es machen. Ich würde, glaube ich, also, wenn jetzt beide pennen gehen, also ist das echt die Frage, ich habe noch keine Nacht gesehen, wie die Teams das machen. Das ist für mich persönlich sehr interessant. Ich glaube, ich würde mich aufteilen, so eine Art Nachtwache machen, dann immer nach ein paar Stündchen wechseln, dass das Feuer immer brennt und man wirklich irgendwie zusieht, dass die Sachen trocken sind und dass man irgendwie Wärme hat. Ich weiß nicht, ob man es schaffen kann, dass beide pennen können zur gleichen Zeit. Ich bin wirklich gespannt auf die Nacht, wie sie es machen. Kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen, was da das Schlauste ist. Aus meiner Intention würde ich sagen, dass man sich abwechselt. Einfach damit immer schön Feuer und Wärme da ist. Nicht mehr lang. Die haben mega Feuer. Yes, es kommt der Teufel höchstpersönlich. Der Teufel höchstpersönlich. Aber hallo, ey. Und dann ja, schön Schnellkochtopf, wenn den Deckel zu haben. Ich hab hier. Ach, das ist noch nicht richtig. Aber dann kriegst du den nicht mehr auf, ohne dass es explodiert. Ist auch Quatsch. Doch. Yes! Ah, es kocht aber richtig. Ich hoffe, man sieht es. Unser mega. Teil. Doch, man sieht es. Man sieht es. Guck mal, die Blasen. Ja, ich bin dran. Okay. Mega. Ich glaube auch, dass die Kleidung... Okay, Missverständnis. Das Team hatte vor dem Schmelzvorgang initial Wasser in ihrem Topf, was den Schmelzvorgang massiv beschleunigt. Die Challenge war jedoch ausdrücklich, dass das Wasser zu 100% aus Schnee gewonnen werden muss. Shit. Okay, das tut mir leid für die. Hab mich so gefreut. Na gut. Ich schätze, die Kleidung ist wasserabweisend, schreibt Red Pill. Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Kleidung wasserabweisend ist oder irgendwie aus so Gore-Tex-Materialien besteht. Aber wenn du innen drin schwitzt, kann es auch sein, dass es wie eine Plastiktüte ist, dass die Feuchtigkeit erstmal innen bleibt. Und das musst du dann schon trocknen. Kleinlich! Perfekt! Geil! Na nice, mal schauen, wie wir abgeschnitten haben. Aber wir haben trotzdem Wasser zum Kochen gebracht. Schon mal geil. Aber sowas von. Ja, perfekt. Ja, habe ich mir gar keine Sorgen. Geil. Na gut, 0 Punkte also, ja, 0 Punkte. Philipp und Gerd. Freut mich immer, wenn ich dich sehe. Du ums Feuer. Beziehungsweise ich ja. Okay. In dem Fall. Ausgraben. Kamera läuft oben. Ich lasse es. Wir starten jetzt mit dem Feuer machen. Ja. Okay, was muss ich holen? Ich starte jetzt und dann. Reisig. Ganz, also kleiner, trockener Scheiß. Reisig. Ja. Sowas wie da zum Beispiel, was da unten dran hängt. Ja, okay. Bitte den groben Schnee abklopfen. Ja. Ich muss jetzt trotzdem hier ein Loch graben, dass ich da das Feuer anmachen kann. Super. Super. Spitzenklasse. Was ist doch an jetzt? Es brennt doch immer an. Oder noch nicht so richtig? Oh, ich sehe nichts mehr. Du. Soll ich mal blasen?
Kann ich gerne machen. Pusten reicht. Pusten. Du kannst auch mal schnell die Jacken zu machen. Ja. Ich glaube, du hast mich nicht gepusht. Nach oben, nach unten. Ja, gut so? Ja. Kann ich mal blasen? Ja. Und ich kann ja da ein wenig nachlegen und. Und ich gang ins Holz. Für Pupsekuchen, gerade aus dem Twitch-Chat, wäre es ein K.O.-Kriterium, da nicht mitzumachen, da man durch das Feuer natürlich auch im Qualm sitzt. Ich verstehe das Problem, aber ich glaube, dass in der Situation, in der du dich da befindest, wenn es so kalt ist, den Qualm auf jeden Fall akzeptierst und. Es wird auch gerade schon korrekt im Chat geschrieben, dann kannst du dich ja auch da hinsetzen, wo der Wind eben nicht lang geht. Ja, aber ey, es ist okay. Wenn das für dich ein Problem ist, verstehe ich das. Weil ich wie gesagt, für nur drei Esstrang und dann. Alles gut, ja. Alles gut. So, das ist jetzt nicht gut, was du da gemacht hast, gell? Wie? Du bist durch unser Wohnzimmer gelaufen. Dr. Snippet, ja. Sieh zu. Da müssen wir mal zuschauen. Wir sehen uns auf dem Feld. Wichtig ist, dass es nicht ausgeht. Ja. Ah, Scheiße ist das. Eine Thermoskanne, wo ich nicht halten kann. Ach Mann, Gerd. Ich hätte schon wieder kopfen. Gerd wird wieder grantig. Nicht am Fuß. Was? Leck mich am Fuß, sage ich. Aber Gerd übernimmt viel, der ist schon hardcore. Wie schauen wir da aus? Ich denke. Warum machen die nicht so richtig übertriebenes? Müssen wir mal Feuer. Nachschauen. Weil ihr braucht einen Schaufelstiel, dass ich da weiterarbeiten kann. Kommen wir mal her. Schauen wir rein. Fehlender Videobeweis. Leider fehlte bei diesem Team der Videobeweis für das Aufkochen des Wassers. Die Challenge konnte so leider nicht gewertet werden. Oh, okay, das ist dumm. Das haben sie vercheckt. Dann ging es denen aber auch schon nicht gut, oder? Wenn sie verchecken, das aufzuzeichnen. Dann, glaube ich, waren sie gedanklich auch wirklich bei anderen Dingen. Null Punkte. Yes. Och, schade, ey. Ich bin auch auf Team Gerd. Nach so einem Tag. Ich hab eiskalt die Hand. Hauke und Jared, gucken wir mal, was da abgeht. I think it's a really quite a nice fire. Yeah? Not boiling water, nice. What about thicker sticks? Here. Hey, die haben sich das richtig schön ausgekoppert. It's been a while before this burns through. In the hole? You're in? Yeah, you're in? I'm saying we got plenty of time. Yeah, okay. 8:15. Yeah. So let's have a drink of water. Yeah. Man sieht nichts! Jared, Mann, stell die Kamera auch nicht auf! Join a first day hike well done. Yeah, get some cute boys on the side. Ja, echt. Hol mal die Kamera ran. Ey, wie gemütlich ist das bei denen? See the water boils already? Ja, an den Seiten, stimmt. It boils. Stimmt, an den Seiten kann man sehen. Könnt ihr sehen? Ja. In der Mitte irgendwie nicht, aber ja, jetzt kochen. Irgendwie ist es schon kochen, ja. Stimmt. Ja. Ja, das ist kochendes Wasser. Stimmt, das ist ja. Dreckig, aber es kocht. Und das lassen wir uns gleich schmecken. We're in Camp Frozen. Ja, Camp Frozen hier. Which is far from frozen heute. Ganz weit weg. Ich bin sehr, sehr warm. Unser Lagerfeuer ist super. Ja. So hot wie die Sonne. Und meine große Frucht jetzt ist der Sonnenbrand. J.
Jared, geil. Das Feuer ist so heiß wie die Sonne. Meine größte Furcht jetzt ist der Sonnenbrand. Love it. Und? Auch? Wie fährst du? Ich meine, Olaf? Wie fährst du? Anna, mir geht's gut. Ja? Jetzt geht's mir besser, weil das Feuer schön brennt. Wir können jetzt hier entspannter sitzen. Wir wollen jetzt noch einmal raus, noch mal Feuerholz holen. Ja, ich habe sehr viel Nadelholz geholt, weil das gut brennt und echt trocken war. Und wir wollten einfach ein großes Feuer entfachen, dass wir wieder Kraft tanken. Ja, nachvollziehbar. Hätte ich auch so gemacht, wenn ich das Holz hätte. Das ist ja auch die Bedingung dafür, ne? Holz brauchst du. Nur kleine Stöckchen hast, kannst du kein großes Feuer machen. Wegpacken. Und führ das jetzt so ganz, ganz langsam zu. Ich hab das letztes Seite. Mal. Ich gebe es dir lieber an. Ich hab das jedes Mal bisher erstickt. Dann nimmst du dir. Ich kann das gerne halten. Stock, dann nimmst du diesen Stock hier. Du hältst von Anfang an. Okay, das steckst du durch. Mhm. Und hältst von Anfang an drüber. Ich würde gerne. Aber halten. Oh. Ja. Haben die nicht zum Halten? Kein. Hoffentlich ein Höllenfeuer. Das ist aber schwer so für sie. Also wäre für alle schwer. War ein komisches das Prinzip. Das macht echt glücklich. Ja. So. Jetzt muss ich mal hier. Das ist geil. Habt ihr den Film gesehen? Die 36 Kammer der Shaolin? Das hat mich gerade daran erinnert. Die 36 Kammer. Eine der Kammern ist halt das Ding so. Halt das Ding so über dem Feuer. Beste Logik, ey. Ich schrubb mich hier rum. Ich gehe auf. Ich will nicht sagen, ich bin nicht in der Situation. Ja. Aber trotzdem. Für alle Vieren. Weil mit diesen Skiern, Alter, ist man total unbändig. Ich laufe hier auf allen Vieren, damit ich nicht einsinke. Okay. Und alles gut, so wie du das selber zurechtkommst. Ja, weil sobald man aufsteht, sinkt man sofort ein, ne? Ja. Ist einfach so, keine Chance. Aber auf allen Vieren robbe ich mich hier gerade rum. Hol mal aus dem Feuer ein bisschen der Qualm, man sieht die Blasen nicht. Warte. Ich kann es von hier nehmen. Ich kann es jetzt nicht nehmen, genau. Okay. So. Die Blasen leuchte mal mit. Du hast deine eigene Lampe rum. Ja, blubbert. Ist blubbrig. Die Blasenbildung ist da. Okay. Umfüllen. Oh, scheiße, mit dem Rauch. Alles gut. So. Gut, gut, gut. Otto und Sascha, die schaffen es ja wohl auch. Auch first try. Ja, aber das ganze Feuer halten ist halt einfach. Man merkt halt, dass man einmal ein bisschen müde ist. Natürlich vom Tag, gar keine Frage. Hier habe ich schon ein paar Dinge vorgespalten, da sind auch ein paar dünnere dabei. Die man eigentlich jetzt gleich drauflegen können. Ich will aber nicht zu viel Holz auf einmal verbrennen. Mhm. Sonst müssen wir heute Nacht einfach wieder los, weißt du? Bei dem allem, was da noch liegt? Ja. Oh. Das ist aber wirklich nicht so viel. Das stimmt schon. Leute, ich sag's euch, Otto hat mir hier meinen Rucksack gegeben, Rentierfell drüber. Ich darf schon mal am Feuer ausruhen. Ich bin. Also. Ey, Tag 1, geil. Tag 0, morgen Tag 1 wird mega. Ich freue mich auf weitere 8 Kilometer laufen. Hat hier eine Schnur. Danke, Marc. Drüben. Das ist ein super Film. Sieht man das überhaupt gescheit? Oh, shit. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Hat überall jetzt an vier Bäumen. Sekunde, vielleicht kann ich noch heller machen. Kann ich. Boah. Ey, Otto ist ein Killer-Typ. An vier Bäumen jetzt. Geil. Das hochhängen mit einer Schnur. Aber, ehrlich, ich will es eigentlich so flach wie möglich haben. Warum? Und gerade, damit die Wärme vom Feuer nach oben geht und einfach zu uns runtergedrückt wird. Normalerweise spannst du einen Tarp immer gegen Regen. Hier wird es nicht regnen. Himmel ist glasklar. Das heißt, beim Regen wäre das echt schlecht aufgebaut, weil man muss halt echt so spannen, dass das Wasser abläuft. Aber wie ich will ja, ist genau über das Feuer, man sieht hier, wie die Plane hoch und runter geht, dass die Wärme am Tarp entlang gedrückt wird zu unseren Schlafplätzen. Ja, also nicht so schräg gestellt, sondern echt so. Wir lassen es erstmal so, gucken, ob ich noch was nachrüsten muss. Ein bisschen, aber ansonsten finde ich das geile schon Idee. Super. Aber fackelt das nicht ab? Ja, man sieht, wie oben sogar der Schnee drauf schmilzt. Und hier die Wärme, hier ist einfach
lauwarm. Na, solange das oben so kalt ist, wahrscheinlich nicht. Ja, hier sieht es halt 100 Grad aus. Boah, mega gemütlich. Hammer. Hammergeil. Das ist unser Schlafplatz dann. Ey, Respekt. Hier immer noch das Feuer. Das ist mal ein Schlafplatz. Yep. Killer. Das könnte was werden. Es ist aber auch schon mittlerweile spät. Obergeile Idee, ja. Echt nicht flippen, weil sonst seid ihr einfach, also sonst seht ihr nichts. Wir haben irgendwie 19 Uhr irgendwas, also 20 Uhr glaube ich schon. Und ich bin auf jeden Fall gleich ready fürs Pennen, aber, warte mal, mach das Licht ein bisschen angenehmer. Super. Oh mein Gott. Aber wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht. Und ja. Zwar, warte mal, ich mach mal die Challenge oder was? Angenehmer. Wahrscheinlich. Aber die Challenge sein. Zum Glück haben wir schon angefangen. Okay. Scheiße jetzt. Wir haben ja schon angefangen und jetzt hat er angerufen. Die Pickpots sind schon da, also Schnee ist drin. Zeig mal drauf gerade. Ja, sicher. Wie du heute verdurst. Ja, das ist teilweise schon geschmolzen. Das. Oh, ist das gut. Das glaubt da kein Mensch. Bitte? Es ist was zum Trinken fertig. Meine Herren, ich habe mittlerweile da mehrere Liter. Oh, ich sag's. Den da lassen wir jetzt ganz normal wandern, den trinken wir dann gleich nochmal. Wie viel Fassungsvermögen haben die Thermoskannen, die Sie haben? Jeweils einen Liter? Wahrscheinlich, ne? So. Sie können also immer einen Liter mitnehmen, richtig? Ich jetzt erwärmter Schnee. Erwärmtes Wasser. Ein Liter. Mit ganz viel. Ja, mit Waldgeschmack. Vielleicht ein bisschen auch Asche. So. Dann hat das bedeutet, ich werde jetzt mal einfilmen. So, unser Big Pot ist jetzt voll. So, bitte. Schöne Idee eigentlich. Muss ich sagen, das ist eigentlich eine gute Idee. Nimm doch einfach, also du musst Wasser zum Kochen bringen aus Schnee, aber es spricht ja nichts dagegen, so wie die es machen, mehrere Gefäße zu nehmen, darin schon mal den Schnee zu schmelzen, dass du verschieden viel Wasser sammeln kannst innerhalb der Gefäße und die dann in den Big Pot zusammenzukippen, um es dann zu kochen. Eigentlich super smart. Voll, bitte. 8 Minuten 33. Okay, ja, das ist. Okay, das ist dumm. Sie haben es doch nicht zum Kochen gebracht. Das Wasser hätte kochen müssen. Auch hier gibt es leider keine Punkte. Shit, ey, das ist ja unangenehm. Nee, ist nicht gegen die Regeln. Die Regeln besagen nur, dass der Big Pot voll. Dass der kochen muss mit Schnee. Wasser sozusagen. Aus Schnee. Nicht aus richtigem Wasser. Sozusagen. Wenn du das, glaube ich, dokumentierst, ist doch ein super schlauer Weg, da ranzukommen. Klar, kann mir schon vorstellen, dass das zählt. Also zumindest würde es mich wundern, wenn es nicht zählt. Tipptopp. Gut, dann mach weiter Holz, dass wir das Ding wieder richtig zum Laufen kriegen, richtig loskriegen. Und ich mache hier nur voll an. Okay, was ich an denen jetzt... Also ich bin jetzt hier... in meinem Räumchen und sitze im Warmen und so und ich bin da gerade nicht den ganzen Tag schon unterwegs bei minus 100 Grad. So. Aber die Idee, das Holz nicht zu cutten und in kleinere Stücke zu machen, wirkt auf mich auch ein bisschen überambitioniert. Er hat ja eben, ich glaube, der Manu war es, der hat ja gesagt, das hat auch so einen Namen, dieses Feuer, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, sibirisches Feuer oder keine Ahnung, wo du einfach den Stamm nachrückst. Aber es wirkt so, als wäre die Idee tatsächlich nicht ausgereift für deren Einsatzzweck, weil die anderen Feuer waren alle wesentlich besser und jetzt haben sie sich natürlich selber ins eigene Fleisch geschnitten, indem sie halt Schnee auf das Feuer gekippt haben und sogar Wasser. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ich hoffe, die kriegen es wieder an natürlich. Krass. Shit.
Scheiße, wir fahren komplett von neu an. Aber gut, dann haben wir gleich vernünftiges Holz zum Verbrennen. An den Punkt würde ich auch irgendwann kommen. Würde ich irgendwann erst so entspannt reiben, dann einfach zacki zacki. Da würde ich auch reinkommen. Und es hat geklappt. Das wurde jetzt auch nicht so wie vorhin, ne? Da war es auch zwei, dreimal und zack an. Naja. Ah, aber es brennt. Hast du deine Aggressionen am Stamm ausgelassen? Alter, ich bin so angepisst, Alter. Ah, er hat es jetzt auch kleiner gemacht. Das hätte nicht sein müssen. Das wird uns. Egal. Dafür werden wir morgen halt bezahlen. Wir haben auch dieses Ganze hier so viel Energie verbraucht. Wir machen einfach weiter. Noch aber auch ein gutes Team irgendwie. Ist nichts verloren. Und nichts gewonnen. Durchbeißen, so. Kämpfen, Vollgas. Durchbeißen, kämpfen, Vollgas. Uns fehlt noch nicht mal 1 Zentimeter. Nein, nicht nochmal. Fällt's da nochmal? Oh, wie er das hält, das rutscht schon gleich. Oh. Ist das wirklich die beste Idee? Ich hab zweimal das Feuer ausgemacht einfach. Damals richtig, richtig. Ja. Ja, aber ey, so haben wir halt gelernt aus dem ersten Tag. Wir hätten uns halt erstmal sammeln müssen, organisieren müssen. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber das ärgert mich jetzt irgendwie gerade. Ich weiß auch nicht. Muss es nicht. Wir sind nicht die ersten Menschen, die mit einem Pickpot ein Feuer auskippen aus Versehen. Bei weitem. Ja, klar, ich weiß, ich weiß. Schon gesehen. Ist einfach, weil ich auch weiß, das sieht gefährlich aus, wie er das hält. Das waren jetzt nicht irgendwie. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Oh. Ja. Sehr gut. Quick Reaction. Alter, was ist hier? Irgendwie. Alter, aber jetzt ist Hitze hier. Das hängt doch nur an dem Millimeter dort. Oh Gott, kann ich mir nicht mehr gucken. Nein, was machst du denn? Warum machst du das? Ich kann nicht. Ja, aber wozu? Weil wir danach immer noch Feuer brauchen. Ja, wir brauchen, das können wir immer noch anzünden, aber guck mal, jetzt gleiten wir in dieselbe Scheiße nochmal. Feuer ist gerade für mich für danach einfach zweitrangig. Hauptsache, wir kriegen hier den Schnee an sich abgeschmissen. Der alte Stamm ist wieder drin. Der alte Schneestamm. Okay, es ist bald soweit. Okay, also. Jetzt hier 50 Sekunden, die andere irgendwas in 55, also haben wir knapp eine Stunde, 56 Minuten, glaube ich. Ja. 56 Minuten bis zum Kochen, ne? Ja, gut. Hat ja 56 Minuten das Ding gehalten, halt ne? Raus, krass. Weg, oder leuchten wir dran, dass man sieht. Krass. Die ist beschlagen wie Sau. Randvoll, einmal kein Eis mehr drinnen. Challenge. Das Feuer machen gehört zur Challenge. Ab dem zweiten Feuer machen, wo die Zeit nicht übermittelt. Da kann die Challenge nicht. Okay, jetzt sind sie aber auch echt ein bisschen picky. Doch, das hat eben gekocht. Das glaube ich denen schon. Aber das ist doch jetzt. Ey, gosh, shit. Also, er hätte die Zeit übermitteln müssen. Nach dem zweiten. Ab dem zweiten Feuer machen, wo die Zeit nicht übermittelt. Übermitteln heißt. Übermitteln per Handy oder aufzeichnen? Weil er hat ja gesagt, 56 Minuten. Junge. Naja, gut für Team Jared. Was sage ich? Gut für Team Jared. Trotzdem pedantisch. Schlafquartier schon Sprachstörungen. Das Schlafquartier ist ein bisschen schief gewesen, dass hier keiner runterrollt ins Feuer. Haben wir das jetzt hier mit diesem Birkenstock, den wir, wo die Birkenrinde abgeschält haben, gebaut. Dann das Jägerbett drüber. Dann kommen hier die Rentierfelle drüber als Isolation. Und dann Biwak mit Schlafsack und Isomatte. Cool. So. Hallo, mein Bild ist weg. Wo ist mein Bild? Wenn ich in einem Loch liege. Ja, und dann sollte es passen. Ich bin auch da. Ich versuche mal, mein Bild wieder zu fixen. Wirklich. Für wie viel? Was haben wir gemacht? 3 oder 4 Liter? Insgesamt? Ja. Haben wir halt wirklich 4 Stunden gebraucht mit Feuer und Shelterbahn. Schon heftig. Zeitaufwendig. Also Respekt an Neandertaler.
Respekt an Neandertaler, das ist auch geil. Oh geil, das ist richtig warm. Das ist richtig warm, ja. Perfekt. Geht das? Ja. Glaub schon. Gut. Ja. Ja, stimmt schon, T-Mac. Wenn ein Team das alles korrekt dokumentiert. Ja, mit ätherischen Ölen. Wenn ich bei dir, hat mich trotzdem gerade überrascht. Fichte. Geil. Elegant. So muss es sein. Naturverbunden. Auf jeden Fall. Macht sich schlafbereit. So, Bild ist wieder. Stefan, was sagst du? Bild ist wieder da. Oder jawohl. Ein Resümee von diesem Tag heute. Ja, war ein geiler Tag auf jeden Fall. Stefan, mit Hammer. Vielen Überraschungen. Und hat Spaß gemacht, war aber auch ultra anstrengend. Ich habe es in dem Maß mit Wasser und so herstellen selber ja noch nie gemacht. Auch wenn wir jetzt natürlich 2 Liter Wasser zum Start zur Verfügung hatten. Aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Geile Sache. Krasse Natur. Krasse Eindrücke, niemanden getroffen, herrlich. Herrlich. Ja, perfekt. Ich hätte es nicht besser sagen können. Somit. Cool, schöne Stimmung bei dem Team gerade. Team Pro sagt gute Nacht. Gute Nacht. Schlaft schön. Viert euch. Viert euch. Viert euch. Start nur minus ein Punkt. Die machen sich jetzt ihre, das hier. Ihre Kartoffel-Möhrensuppe, ne? Haben sie gesagt? Minus ein Punkt ist ja völlig vertretbar. Eigentlich. Also wirklich völlig vertretbar. Minus ein Punkt ist ja wohl kein Ding. Ja, nur minus 3. Mhm. Ich so. Bin dabei, ja. Aber was haben wir denn? Was haben wir hier? Karotten und Kartoffeln. 1, 2, 3, und 4 Butter. Und Brühwürfel. Und Brühwürfel, ja, dann würde ich das nehmen. Ja, und das hier aufbewahren, vielleicht für den dritten Tag, wenn man scheiß Stimmung hat. Jedes Team entscheidet individuell, ob sie das öffnen wollen. Kann eine taktische Maßnahme sein, um die Anstrengung der 4 Nächte und 5 Tage überhaupt meistern zu können. Der Verzehr der Kartoffeln und Möhren bedeutet ein Minuspunkt. Jo, alles klar. Ja, wenn man Stimmung Marc von Matter, wir wissen es noch nicht genau. Da es gab noch keine Übersicht. Nee, das ist richtig. Ja. Folge 4 sind wir gerade. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Müssen wir ja nicht alles heute. 5. Guck mal hier. Ja. 5 Kartoffeln mhm. und 5 Möhren. Heißt heute eine Kartoffel, eine Möhre. Ja, an sich schon. Können wir auch so machen. Mhm. Oder? Ja. Wieder eine Kartoffel, eine Möhre. Na dann. Dann fange ich mal an, die zu schnibbeln. Genau, einfach rein, oder? Ja. Nee, würde ich auch so sagen. Machen wir, perfekt. Geil, ey, ich freue mich. Yeah. Selbsterfinderisch ist die Frau. Bisschen Arbeitsteilung. Bisschen Arbeitsteilung, genau. Ey, das muss so Hammer Mann sein, wenn das jeden Tag dann Kartoffelsuppe ist. Genau. Brühe ist ja auch, also es wird ja auch Mann schmecken. Es hat sogar gewürzt dann. Ja. Hammer. Oh ja, ich habe Feuer gemacht. Los. Ey, die haben eine gute Stimmung, ne, die beiden? Dass so ein Stück Möhre nicht alles ausmacht. Ja. Aber ich sag, ich kann Wochen, also ich kann tatsächlich lange nichts essen. Kartoffeln minus eins, ja. Aber ja. In dieser Klimazone, da musst du essen. Je nach Konstitution verbrauchen die Teilnehmer beim Arctic Warrior täglich 3000 bis 5000 Kalorien. Die Nahrungspakete zusammengerechnet erhalten einen Brennwert von insgesamt nur 5000 Kalorien für alle Tage. Reserven brauchst du also. Oh, dann bin ich beim Sascha natürlich sehr gespannt, wie er das meistern wird. Hallo? Hallo? Oh, ich freue mich so sehr darauf. Ich glaube, ich habe mich seit langem nicht mehr so sehr auf Essen gefreut. Da ist aber gar nicht viel drin, ne? Nee, ist leider nicht viel drin, aber... Wie viel haben wir reingemacht? Eine Möhre und 1,5 Kartoffeln. Kartoffeln. Ja. Scheiß auf den einen Punkt, ne? Ja. Mega. Mega. Eine Möhre und 1,5 Kartoffeln. Krass. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit. Ich glaube, wichtig ist, dass du einfach immer viel trinkst. So auch warmes Wasser hast. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Gerd? Ja. Der erste Abend im Dschungel. Oh, Gerd sieht fertig aus. Was macht der Finger? Oh,
saukalt ist er. Oh nein. Also, das Problem halt, haben wir uns so auspowern müssen, wenn wir über so eine Anhöhe drüber sind, die nicht enden wollte, die nur irgendwelche Äste und Bäume und Zweig und Sträucher und immer bergauf, und das hat uns so fertig gemacht, dass wir jetzt alle zwei batschnass sind, oder? Bei mir geht's, die Füße sind ein bisschen feucht, der Rest ist bei mir eigentlich schon ganz gut wieder trocknet. Okay. Ja, die Füße sind auch kalt bei mir. Aber. Und der Zeh, also der Zeh an der Hand, der schmerzt gerade ein bisschen. Der war ziemlich eingefroren. Jetzt dauert er wieder auf, glaube ich. Aber ja, das ist die Frage. Das besprechen wir halt, gell? Wie wir es. Besprechen wir heute Nacht. Wie wir es lösen. Die Entscheidung, nassgeschwitzt in den Schlafsack zu steigen, kann massive Unterkühlung bedeuten und schwerwiegende Folgen haben. Ja, ey, shit, ich glaube, Gerd, der ist gerade richtig am Leiden. Das ja, im Endeffekt liegt das in der Hand vom Gerd. Also seine, das ist seine Hand. Und wenn er die nicht mehr hat, dann, hat er gar keine mehr. Und das ist, haben wir beide schon gesagt, definitiv nicht wert zu gewinnen. Mei. Wir schauen jetzt, ob es besser wird. Ey, vor allen Dingen für ein YouTube-Unterhaltungsformat. Wenn wir zum Schluss kommen, dann nehmen wir euch nochmal dazu. Das ist kompletter Bullshit dann. Und ansonsten, gute Nacht, bis morgen früh. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Tut's wie Zau. Genau. Das Feuer ist überragend. Aber wo ist das Feuer bei denen? Gute Nacht. Schau mal. Komisch. Hauke und Jared haben es jetzt bequem, oder? Aber ey, was ich noch sagen wollte. Die beiden sind jetzt pennen gegangen und die haben jetzt keine Nachtwache. Die kümmern sich nicht ums Feuer. So, das ist genau gegenteilig zu meiner Intention, die ich machen würde. Bin gespannt, wie es die anderen machen. Wir haben ein schönes Feuer am Brennen, wir haben viel Brennholz hier. Ich habe das Bett gerichtet, ich habe die Rentierfelle. Wir werden es so machen, dass wir, einer macht Feuerwache, dass das Feuer nie ausgeht. Der andere schläft dann zwei, drei Stunden, so wie, dann wird getauscht und so geht es die Nacht durch. Ja? Wie gesagt, wir wollen noch einmal hier. Finde ich richtig gut. Das, so hätte ich es allein schon aus dem Zeltlager gelernt. Genauso. Klar müssen sie ja. Wieso klar müssen sie ja? Die anderen sind jetzt beide pennen gegangen. Ist ja die Entscheidung. Also ist aber nicht klar. Die haben, jedes Team macht sich da eigenes Gedanken drüber. Wenn bei, sonst Feuerwerk. Ja, aber die anderen gehen auch pennen. So. Das meine ich damit. Diese Logik von den beiden, das habe ich jetzt zum ersten Mal. Finde ich aber sehr schlau. Holz holen und dann schönen Schlafsack und eine Runde schlafen. Versuchen, die Socken, die jetzt pitchnass sind, und der Innenschuh pitchnass, trocken zu kriegen. Schauen wir mal, ob das was wird. Oder ob ich. Man muss aufpassen, dass der andere nicht in Tiefschlafphase ist beim Aufwecken, damit er noch weniger Energie beim Aufstehen bekommt, sozusagen, ne? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie diese Phasen sind, aber ich habe mich da auch mal schlau gemacht. Aber es ist bei mir sehr, sehr lang her, als ich mich da wirklich mal für interessiert habe. Ich glaube, du brauchst, ich glaube, nach 3 Stunden oder so. Ich glaube, 3 Stunden und dann kannst du wieder gut aufwachen. Kann es sein? Nach 3 Stunden Schlaf? Es gibt so Studien darüber, wann du wieder mit mehr Energie aufstehen kannst. Ich weiß es aber nicht mehr so hundertprozentig. Morgen gefrorene Stiefel ab und ich kotze im Strahl. Du? Dann Zähne putzen, ab ins Bett. Ach so, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Zähne putzen müssen wir auch nicht. Wir sehen eine Vorbilder. Für alle, die zuschauen. Zähne putzen, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. T-Mac schreibt bei den anderen vielleicht schwer, weil Gerd keine Wache machen kann. Weiß ich nicht, weil ihm ist ja gerade arschkalt, wenn er am Feuer sitzen würde und er hätte sozusagen dort das Holz liegen, dann wird zumindest sein Arm ja warm oder seine Hand. Was so durch die Kälte, also stand ja auch in der Bauchbinde, es ist deren Entscheidung, so nass sich hinzulegen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht klugscheißern, weil ich bin nicht in der Situation und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen würde. Es ist ja komplett bescheuert, jetzt darüber so zu urteilen. Jetzt mit wachem Kopf und mit warmer Umgebung könnte ich mir vorstellen, dass es am Feuer für ihn besser gewesen wäre.
So, aber schwer zu sagen. Sesamstraße, oder? Ja. Ach, ja. Das ist ein Song von der Schlafzyklus. Ein Schlafzyklus, 90 Minuten, okay. Ah, das ist das Schöne. Nach 3 Stunden und 6. Okay, so, das ist Team Frozen. Hammer, gemütlich bei denen, Hammer. Also würde ich... Signing off. Ich würde sagen, das zweitbeste Lager, oder? Ottos Lager war das beste, meiner Meinung nach. Mit dem Tarp, was da so runtergebaut ist. Und die haben es da aber auch richtig geil. It's the end for the day. So, das Ende des Tages. Erster Tag erledigt. Es ist Zeit für einer von den Teammitgliedern einzuschlafen. Ich habe Schnippschnappschnupp verloren, so ich werde das Feuer machen für die nächsten paar Stunden, weil Olaf schläft. So, Anna. Ja, so Olaf. Wie war dein Tag? War super. Bester Tag meines Lebens. Besser als die Venus Awards. Besser als die Venus Awards in Berlin. Schäbigste Veranstaltung aller Zeiten. Geile, geile Idee. Ja, für einen alten Mann nicht der einfachste. Ich muss aber sagen, echt gut mitgezogen, richtig gut gespurt. Hast mich sehr gut unterstützt. Oh mein Gott, wir haben begonnen, was? 8 Uhr heute und jetzt ist es Mitternacht und wir sind gerade jetzt fertig mit allen Vorbereitungen. Ja, so das ist 16 Stunden. Ja, ich arbeite normalerweise maximal 2 Stunden pro Tag. So, jetzt gehen wir hungrig ins Bett, so eine Scheiße aber auch. Ja. Entschuldigung für die Wortwahl, aber... Bin ziemlich sicher, es gibt was zu essen morgen. Morgen? Ja. Ja, müssen sie. Muss. Sonst gehen die alle heim. Ja. Das ist Arctic War vorbei in 2 Tagen. Das Team hat die Challenge nicht verstanden. Die eingeschweißten Nahrungspakete sind die einzige Nahrung für 5 Tage. Ja, aber sie haben ja noch nichts gegessen. Also das wird schon alles. Auf jeden Fall ist die Stimmung gut bei den beiden. Das freut mich sehr. Das ist wirklich cool zu sehen. Weil es gerade im Chat gefragt wurde. Das ist Folge 4 und wir befinden uns zeitlich gesehen gerade immer noch beim Tag 0. Also das ist jetzt die erste Nacht. Das haben die auf jeden Fall verstanden. So, ja, mich sieht man, glaube ich, nicht. Doch, jetzt so. Ja, ich fand es heute auch anstrengend. Jared hat gespurt und ich habe die Pulka durch das beschissenste Gelände, was wir finden konnten, durchgezogen. Ja. Jared ist ein scheiße Scout. Ja, das sehen wir. Aber heute hat er viel dazugelernt und ich glaube, am Schluss hat er auch richtig gute Wege durch den Wald gefunden. Es ist halt immer ärgerlich, dass wenn die Pulka umfällt und die rutscht auf dich drauf. Es ist schon ein bisschen anstrengend. Aber auch Haukes Stimmung ist komplett anders, ne? Und alle happy, wer mich kennt, Feuer. Der weiß ja, dass ich auch manchmal hier mal einen kurzen Austicker krieg. Aha. Ja. He's sweet but he's psycho. Sweet und, but psycho. Mal kurz den Wald wach geschrien habe. Aber das hat mir Jared nicht für übel genommen. Ganz im Gegenteil. Er sagt, wir sind ein Team und wir halten das durch und wir ziehen das durch. Geil. Ja, anders habe ich es nicht erwartet. Tag 1. Anders habe ich es nicht erwartet, wirklich. Wir wünschen euch alle eine gute Nacht. Ich gehe jetzt als erstes ins Bett, habe auch mal wieder Glück gehabt, habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen, hat er ja schon behauptet. Ey, die machen das Ding. Gesagt. Wirklich. Ja, ich liebe es. Aber es kann immer was passieren, ne? Also muss man auch sagen. Stunden. Können wir, glaube ich, alle gebrauchen. Das ist die Frage, wie gut die Nacht kommt. Sternklarer Himmel, leider keine Nordlichter. Ich habe mich so auf die Nordlichter gefreut. Noch nix. Aber wenn unsere Feuerwache ab und zu mal in den Himmel guckt und Nordlichter sieht, darf er mich gerne wach machen. So, sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht alle. Adios. Brokkoli. Tom und Yvonne, jetzt wird es nochmal interessant. Spannend, wollte ich sagen. Also, Tom ist beim Lagerbau. Ich habe das Feuer richtig gut anbekommen. Juhu. Und parallel quatschen wir uns so ein bisschen aus, wie der Tag war. Und wir sind in der Kennenlernphase. Jeder ist natürlich total unterschiedlich. Und wir haben schon gesagt, Hauptsache irgendwie, wir halten zusammen. Und wissen, dass der andere, wenn er mal irgendwie ein bisschen
gruseliger das jetzt, also das, wenn wir ein bisschen angespannt hast. Ey, mir tun irgendwie beide so ein bisschen leid. Ich weiß auch nicht. Ja, also zum Beispiel Otto und Sascha, die haben von ihrem Skillset sind die ganz weit auseinander. Aber ich glaube, die sind trotzdem irgendwie menschlich auf Augenhöhe. Und bei den beiden habe ich das Gefühl, und das habe ich auch bei keinem anderen Team so wie bei denen, dass die wirklich 180 Grad anders sind. Also wirklich so richtig, dass das überhaupt nicht harmonieren kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, was passieren muss, dass es bei denen harmoniert. Ich glaube, das wird noch richtig schwer für die beiden. Die sind halt immer noch bei Tag 0. So, und ja, klar können die zusammenwachsen, aber ich glaube, das kennt jeder Mensch, dass wenn das noch nicht so matcht und so harmoniert, dass dann schwierig ist, dass es zusammenwächst. Tom ist halt ein harter Knochen und sie so eine Liebe. Naja, irgendwie glaube ich, das ist doch nicht mal das Problem. Ich glaube einfach, die kommen, also irgendwas, ich kann es auch nicht richtig, ich bin auch kein Psychologe, ne? Aber irgendwie passt es bei denen einfach nicht. Also könnte auch ein harter Hund sein und sie eine Liebe und trotzdem haben sie irgendwie eine Verbindung. Aber die wirken einfach so, als hätten sie einfach gar keine Verbindung. Also wirklich gar nichts. So, das ist wirklich sehr interessant. Ich hoffe, das wird nicht so unangenehm in den nächsten Folgen, weil das kann ich mir gar nicht so gut angucken. Das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm. Aber wir gucken mal. Sinn, dass der andere weiß, dass man das trotzdem irgendwie ja auch nur gut meint. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ja. So, ich mache jetzt zum ersten Mal mein Bettchen im Schnee. Der Tom, ich habe gesagt, der muss einmal kurz neben mir bleiben und mich ganz genau anwehren. Morgen kann ich das ja dann alleine, aber ich habe das echt noch nie gemacht. Aber die ist auch ein bisschen... Die störe ich wie Sau. Ja. Ja. Jetzt ziehst du die noch ein Stückchen runter. Mit dem Kopf? Wo schlafen wir denn mit dem Kopf? Hier nach oben. Hier, also ich würde immer mit dem Kopf nach oben schlafen. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ja. Gut. So, jetzt brauchst du... Deine. Aber ich will ein bisschen weiter hier rüber. Ist das schräg bei denen? So ein bisschen? Ja, ne? Das ist leicht abfällig oder täuscht es? Hier ist ja schon offen. Ich kann das auch noch gerne mal ein Stückchen rüberspannen, ne? Ich kann sieht da nochmal so eine ja. Schnur spannen nachher, wenn ich noch am Feuer sitze gleich. Und dann kann ich das noch mal ein Stück rüberziehen. Das kann ich sehen. Jetzt kriegst du den Biwaksack, den musst du einmal ausbreiten. Wo ist es denn kälter, hier oder hier? Hier, weil ich keine Rentierfelle habe. Ich habe nur das Gestrüpp unten drunter. Aber meinst du, ohne Gestrüpp, also würde das einen Unterschied machen, ja. Welche Seite? Ja. Welche ist denn kälter? Also es ist ja, du liegst ja... Hat er ja ganz gut. Ich kann dir das, oder? Ja, wir liegen ja überall offen. Wir liegen ja, guck mal da. Okay, also meinst du, es ist echt gleich? Ich habe es jetzt nicht geschafft, ja, ich habe es jetzt nicht geschafft, hier noch einen Wall aufzubauen. In der kurzen Zeit. Alles gut. nein, es ist schon echt. Aber mir tut es irgendwie für beide ein bisschen leid, muss ich sagen. Also ich wünsche denen wirklich, dass sie ein bisschen zusammenwachsen. Also, weil ich glaube, die beiden machen ja für sich genau das Richtige. Sie ist so, wie sie drauf ist, und er ist so drauf, wie er drauf ist. So hoffe ich, dass die noch ein bisschen mehr Spaß haben. So, sonst ist ja echt schade. Guck mal, was oben und unten ist. Genau, sehr schön. Ich lieg zum ersten Mal in einem Biwaksack. In so einem Winterschlafsack und es war echt ein bisschen schwer, mich hier reinzurobben. Und jetzt ist hier irgendwie, also das ist so ein ganz ungewohntes Gefühl, aber irgendwie auch total abenteuerlich. Ich kann es noch gar nicht glauben, ja, cool. Dass ich jetzt hier einfach ein bisschen Spaß hat sie dann doch. Liege, wie ich hier liege, so einfach reinrobben und irgendwie gucken, dass alles trocken und warm bleibt und so, ey. Das wird bestimmt noch, schreibt einmal hoch. Das ist Hoffen echt. Wünsche ich den beiden wirklich. Eine verrückte Erfahrung. Es ist echt, also ich bin auf jeden Fall jetzt noch cooler zum Zuschauen, wenn es irgendwie alles mal so Bock zu macht bei denen. Und zu lernen und ja. Reden schauen, ist sie nicht, ist auch nicht sympathisch. Ja. Gute Nacht, bis morgen. Yvonne heißt sie. Ey, aber das meine ich damit. Die sind halt anders, ne? Also,
das. Ja, Menschen sind halt unterschiedlich. Das. Sie erlebt das so und sie ist so drauf und Tom halt anders. Gucken wir mal weiter. Shahin und Florian. Ist eigentlich auch ein ganz gutes Team, glaube ich. Lager steht. Ja, was. Wir haben uns erstmal eingesetzt, haben erstmal einen Haufen Wasser getrunken, beziehungsweise haben einen Haufen Wasser geschmolzen. Insgesamt sind wir jetzt bei, glaube ich, 6 Big Pots oder sowas. Wow. Das ist viel. Kein Totholz fällen. Aber egal, der wird gespalten dahin. Der wird gespalten. Ach nee. Haben die es auch ausgemacht? Die haben es auch ausgemacht. Oh no. Oh no. Scheiße, das ist das zweite Team, was ist bei euch? Leg die Fähnchen da drauf, scheiß mal, hau da was oben. Shit. Schau, wir brauchen mal was Buckenes drauf, nimm das einmal. Jetzt können wir bitte eine quatschen. Schau, dass du entlang schön aufgebrennt hast. Was gibt's denn Besseres? Was gibt's denn Besseres? Da ist die Stimmung auch noch gut. Guck, da ist die Stimmung gut. Ja, es lief eigentlich ganz gut bis zum Bach, ne? Bis zum Fluss. Genau. Also beim Fluss haben bis zu diesem kleinen Bach. War also, wirklich so schön eben dahin. Ja. Nicht unbedingt jetzt die Oberanstrengung. So, ein Kreuzbild machen. Nicht unbedingt jetzt so körperlich so schwer gewesen. Die Sonne war da draußen, es hat alles gepasst und dann ist der Bach gekommen. Da ist der Bach gekommen. Ja, wir haben uns da viel zu lange gehalten. Ist auch Mesh Potatoes, vielen Dank. Gewesen, wegen Wasser, so vielen Aufwand Dank für dein Prime-Abo. Und dann auch noch die Gefahr, dass du da einbrichst. Also unnötig. Also wir haben genug Schnee hier. 6 Monate schon. Hast du gesehen, wir haben jetzt mittlerweile 10 Liter haben wir generiert. Das funktioniert auch ganz gut mit dem Schnee. Und ja, da halten wir auch beide Systeme. Wir das werden geht uns schon. Da, das geht ey, schon. Wenn da irgendwo eine Stelle ist, wo wir einfach nur die Thermoskanne reinhalten müssen, das ja. Ding ist voll, dann ist ja klar. Ja. Aber hier groß, hier irgendwelche Aktionen, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Also aus dem Büro kommen wir. Ja, verstehe. Also mit dem Schneeschmelzen geht's, an den Fluss Wasser holen, wenn sie da vorbeilaufen, ja, sonst aber keine großen Aktionen. Wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht. Das hat er eben schon gesagt, wird ja. Die Challenge sein. Warte mal, ich mach mal das große Licht, das ist angenehmer. Und zwar haben wir noch die Tageschallenge vor uns und die Tageschallenge ist genau das, was wir gerade machen. Bringe einen Pott Wasser zum Kochen ab Start des Feuers. Und genau das haben wir eben gemacht. Ich habe einmal bupp, ne, ein Versuch und das Feuer war an. Das heißt, ich kann mit neuen Materialien an einem neuen Ort ein neues Feuer machen, um da Wasser zum Kochen zu bringen. Und die Kamera muss die ganze Zeit laufen. Also das ganze Spektakel nochmal. Check. Egal, machen wir. Ja gut, aber er hat es komplett verstanden. Hoffentlich kriegt er wenigstens Punkte dafür. Nicht, dass es wieder einen Fehler gibt. Säbe, Säge läuft übrigens richtig gut. Mega scharf. Das, Ding. So, boah, das ist alles so anstrengend, ey. Voll scheiße, also nicht so einen halben Meter lang, sondern hier, was sind das, 20 Zentimeter. Und immer macht Sascha, was macht Sascha? Die Spalten. Und dann, jo. Wann kommt Sascha, Leute? Wann kommt er zum Anpacken? Geht's weiter. Das ist richtig hart. Ja. Martin, das ist ultra hart. Also wirklich Respekt vor allen Leuten, die da mitmachen. Das kann man, das ist schon richtig real shit. Aber er hat eine Halterung, na klar. Er hat eine Halterung. Da ist natürlich viel zu kleine Holzstücke runter, damit es kochen kann. Aber schön. Ich hänge das jetzt erstmal trotzdem schon hier an die Seite. Ah. Es sollte eine Balkenfeuer geben, Junge. Oh mein Gott, guckt ihr euch mal das Feuer an. Hammer. Ja. Hey. Mega. Hallo, Challenge, Mann. Wir sind hier nicht zum Verlieren gekommen.
Ja, die Challenge hast du aber alleine getragen mit dem Feuer, aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ich hätte mit, so Bock, dass das wir Kartoffeln genau. einfach aufkochen. Auch. Nicht über Essen reden, sorry. Ich wäre dafür, dass wir erstmal den ersten Tag erstmal ohne Essen, oder? Meinst du einfach im Sinne von wir Tag oder morgen auch noch? Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir trinken jetzt erstmal schön warmes Wässerchen. Ja. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Das stimmt, ja. So, Wasser ist voll. Ja. Ein bisschen Eis noch drin. Ja. Aber top. Bis zum Kochen ist halt schon eine Hausnummer, ne? Das Ding ist schon randvoll, ne? Ja, ist randvoll. Ja, nicht immer ein Zeitlager oder sowas. Ja, voll, oder? Jetzt noch eine kann er macht ein richtig schönes Feuer. Alle singen danach. Es ist sehr beeindruckend, wie er das Feuer legt. Dann hast du. Ist halt alles perfekt. Echt Angst, dass das Wasser umkippt. Jo, versteh's. Das ist schon krass. Ein Liter zum Kochen bringen ist schon ordentlich. Ja, das ist ja auch vom Kochen, du. Das ist Kochen, ne? Wo kannst du sehen. Boah. Kommt da schon leider, gib Kit. Rico, so. Musst du auch mal survival. Geil. Ganz hell gemacht. Sebo, jo, ist das Kochen oder ist das nicht Kochen? Das ist mehr Kochen als bei anderen. Ich warte jetzt auf. Ab bis ganz kurz überkocht. 33 Minuten, jawohl. Not bad. Check. 33 Minuten 13. Die wilde 13. Nicht schlecht. Niemand schlägt mich, Freunde. Feuer ist mein zweiter Vorname. Ich bin der Feuerteufel. Geil. Gut, jetzt kommen mal Punkte. Challenge 1, Wasser kochen. Gucken wir mal. Also, ist. Haben nur 4 Teams Punkte bekommen. Manu und Alex 1 Stunde 12, 5 Punkte. Tom und Yvonne 1 Stunde 3, 6 Punkte. Oh, ganz knapp davor Hauke und Jared mit 1 Stunde. Und Otto und Sascha 42 Minuten. Er hat irgendwas mit ein paar 30, 36 Minuten gesagt eben, oder? Egal. Auf jeden Fall Leader. Sehr gut. Danke fürs Pausieren. Ja, ich hätte es auch nicht lesen können. Jetzt kommen die Punkteübersicht. Ach so, wegen Abzügen. Snickers benutzt. Okay, also 8 Punkte für Otto und Sascha, 7 Punkte für Hauke und Jared. Tom und Yvonne 6, Manu und Alex 5. Snickers genutzt, minus 2. Philipp und Gerd haben schon das Snickers benutzt. Das haben wir gar nicht gesehen, oder? Habe ich zumindest nicht mitbekommen. Minus 2 Punkte. Okay. Melle und Lolo haben das haben Gemüse benutzt. Minus 1. Okay. Mega Start für Team Jared, ja? Top. Ich meine, du weißt ja in dem Moment nicht, wie die anderen Teams abschneiden. Du denkst ja wahrscheinlich, du bist immer am schlechtesten, aber. Nice. Aber den minus 1 Punkt würde ich auf jeden Fall auch akzeptieren. Ich mache noch ein bisschen Nachbereitung. Da sieht man schon hier, wie die Stiefel rauchen zum Trocknen. Okay, also Otto und Sascha wechseln sich anscheinend auch ab, weil Sascha pennt. Oder Otto macht durch, das weiß ich nicht. Ich bin gespannt, alle Teams eine Nachbereitung machen. Füße trocknen. Oben Innenschuh. Handschuhe. Dass das alles perfekt funktioniert. Schönes Feuer. Das sind Innenschuhe super wichtig, die noch dicken Filzmaterial. Mal sehen, wie er dampft. Denn ich möchte morgen mit trockenen Füßen los. Trocken auch die Socken im Körper gerade. Hammer. Und Feuer und genieße ein bisschen das Feuer tatsächlich. Die Vorgehensweise, alle Sachen vor dem Schlafengehen zu trocknen, ist absolut empfehlenswert, um Unterkühlung und Erfrierung zu vermeiden. Das war nicht mal ein ganzer Tag. Ich bin so dankbar für Otto. Ich glaube, Otto weiß es gar nicht. Nee, ich habe irgendwie versucht am Anfang mit der, wie heißt das, Pulka? Pulka, ja. Mit der Pulka habe ich versucht, Meter zu machen. Es war so anstrengend. Ich werde morgen Muskelkater oder Schmerzen am Rücken. Die habe ich jetzt schon. Ich weiß, man sieht mich kaum. Ist ein bisschen kacke. Eine Sekunde. Vielleicht kriege ich besser hin. Oh, wartet.
Boah, nee. Ich glaube, so ist am besten. Ich habe echt versucht, Meter zu machen. Ich habe alles gegeben. Ey, ich bin der Frostbeule. Ich bin noch hier. Ey, ich penne jetzt hier gleich. Hier hinter mir ist mein Schlafplatz. Da penne ich gleich, man sieht ihn kaum. Wir zeigen generell morgen, glaube ich, erstmal alles, weil wir erst im Dunkeln fertig geworden sind. Ja. Erst im Dunkeln hat auch Otto die Plane über mir gezogen. Aber mir geht's gut, Mann. Ich hoffe, den anderen auch. Aber wir haben... Ja, wir haben hier nochmal Wasser aufgekocht. Auf jeden Fall mitgemacht. Seine linke Thermoskanne ist schon voll mit Wasser. Heißem Wasser. Meine wird jetzt befüllt. Gut durchgezogen. Das könnte definitiv schlechter gehen. Ich bin aber wirklich sehr dankbar für meinen Buddy Otto. Und er spricht auch echt. Ohne Otto würde hier nichts stehen. Positiv. Ich habe wirklich nur das Loch gemacht. Grüße an Trimax. Nur das Loch habe ich gemacht, mehr nicht. In diesem Sinne. Ich glaube, das war's von mir heute. Otto wird bestimmt noch was sagen. Aber ich wünsche euch eine gute Nacht. Ja, liebe Grüße an alle anderen, außer an Hauke, der Pro ist, und an Mello. Ja, an die beiden keine Grüße. Ja. Krieg herrscht da draußen, Krieg gegen die beiden. Ich hoffe, ihr habt morgen Durchfall. Gute Nacht. Geil. Okay. Erstens. Jetzt lassen wir uns nicht spoilern. Das war Folge Nummer 4 von Arctic Warrior. Das hat Spaß gemacht. Es macht echt Bock, das zu schauen. Mein Bezug ist natürlich Jared. Dem ich da wirklich viel Punkte wünsche. Find's cool, wie Hauke sich entwickelt. Also scheint ja auch ein echt korrekter, netter Dude zu sein. Und die beiden scheinen ja auch gut zu harmonieren. Echt geil. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das erfahren wir beim nächsten Mal. So, erstmal bei YouTube, danke fürs Zugucken. Gerne kommentieren. Wir brauchen noch eine Frage. Was sollt ihr kommentieren? Wer ist euer Favorit? So, schreibt rein in die Kommentare, wer ist euer Favorit? Würde mich mal interessieren. Und damit beende ich die Aufnahme. Kommentieren, habe ich gesagt, Daumen nach oben geben und abonnieren ist auch wichtig, damit mein YouTube-Kanal wächst. Dankeschön, tschüss.